Servus Leute, dieses Video wird in UHD aufgenommen mit dem LG G3 und ja, das Thema ist hier nun, dass mein Internet ziemlich schlecht ist und ich schon fünfmal ein Video hochgeladen habe, aber das wird einfach bei 70% immer wieder, bricht das immer wieder ab. Und ich hoffe, UHD macht sich jetzt bezahlt. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Genau. Wollte ich nur sagen, dass mein PC sich die ganze Zeit aufhängt und ich das Problem noch lösen muss, denn ich surfe schon seit längerem nur mit einem RAM-Stick. Also einmal 8 GB. Normalerweise müsste es reichen, aber jetzt reicht es immer seltener. Und der hängt sich heute schon zum zweiten Mal total auf. Blackout und so weiter. Ja gut. Das heißt, erst in den nächsten Tagen kommt erst wieder ein Video, nur mal so eine kleine Ankündigung. Wie gesagt, ich habe noch genug am Start. Ich habe heute schon wieder gedreht, wie er sich nicht. Also er hat noch nicht sich auf hin. Und ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, es kommen bald wieder Videos. Apropos Internet. Ja, mein Kumpel hat bald die 100.000er diese Woche noch oder nächste Woche auf jeden Fall. Und dann geht auf jeden Fall mehr mit Videos. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt diese Woche kein Video mehr hochlade, dann nächste Woche. Nicht, dass ihr denkt, ich lebe nicht mehr, natürlich. Aber wie gesagt, für alle, die noch auf Videos warten, nächste Woche. Außer mein Freund hat halt, wie gesagt, schon diese Woche die 100.000er Leitung. Ja, der wohnt 700 Meter weiter weg und der bekommen sie. Die haben ausgebaut und jetzt bekommt er auch endlich Kabel Deutschland Internet. Naja, sobald. Also meine Kündigungsfrist von Telekom ist jetzt noch 2 Jahre. 2 Jahre habe ich noch Telekom auf dem Buckel. Wenn ich bis dahin noch wohne, dort wohne, dann nehme ich auf jeden Fall wieder Kabel Deutschland. Wie ihr wisst, vielleicht, ich wohne noch nicht in einer eigenen Wohnung. Ich bin noch nicht ganz 18. Auf jeden Fall, wenn ich eigene Wohnung habe, dann kommt sicher Hunderttausende oder auf jeden Fall Kabel Deutschland rein. Ja gut, das soll es gewesen sein. Ja. Das ist mit, wie gesagt, mit LG G3 jetzt aufgenommen, weil mit PC geht ja schlecht. Ich hoffe, das UHD hat sich bezahlbar gemacht, also bezahlt gemacht, weil es wie gesagt auch einen viel höheren Speicherverbrauch. Ja, apropos kleiner Hinweis, falls jemand Bock auf USB-Sticks hat, habe ich leider ein bisschen zu viel eingekauft. Klar, da wenn man statt einen 4 reintippt, dann hat man zu viele. Hiervon verkaufe ich 3. Und was mir auch passiert ist, ich habe zu viel von diesen Soundanlagen. Naja, so kleine Lautsprecher sind das. Da legt man einfach 10 drauf. Verkaufe ich auf jeden Fall auf eBay. Stelle ich euch die Links noch rein. Falls jemand Interesse hat, ist auch nicht überteuert, wirklich nicht. Ja, anders werde ich zurzeit nicht los. Wie gesagt, funktioniert kabellos. Legt man einfach das Handy drauf und fertig. Hier auch noch, wenn man wieder aufladbare Batterien, weil das ist mit Batterien. Wenn man wieder aufladbare Batterien drin hat, dann geht es auch mit Micro-USB aufladen. Ich habe jetzt keine wiederaufladbaren, aber egal. Und wenn das Handy doch nicht geht, was echt selten der Fall ist, was bei mir noch nie passiert ist, dann kann man auch per 3,5 mm Klinke auf. Also nutzen. Hier stehen nochmal die Daten, komm, fokussiere. Ja gut, aber das war es jetzt auch schon vom Video. Nur so ein kleines nebenbei. Wie gesagt, auf eBay. Ich zwinge natürlich keinen dazu. Auf jeden Fall steht hier drauf. Zweimal 2,5 Watt, weil links und rechts ein Lautsprecher. Also hiervon verkaufe ich 3 und hiervon auch 3. Gut. Kleiner Hinweis am Rande. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Jetzt geht's. Ciao.